Auf ein neues Promi-Geflüster in München beim ZDF-Pressetag. Einen von den Rosenheim-Cops hat man ja schon. Natürlich hier der Oberermittler, der Josef Hannesschläger. Und jetzt noch an meiner Seite Max Müller, besser bekannt in der Serie als der Michi. Und dazu sage ich Hallo und herzlich willkommen. Danke vielmals für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Ja, gerne, sehr gerne. Muss ich gleich mal als erstes fragen. Rosenheim, München, du bist original Bayer, du fühlst dich hier zu Hause, oder? Ich bin kein Bayer. Kein Bayer? Ich bin ein Kärntner. Ich bin geboren und gewachsen in Klagenfurt am Wörthersee. Sehr schön, sehr schön. Nee, also traumhaft, traumhaft schöne Gegend da unten. Das waren meine ersten 19 Jahre und seit 84 lebe ich in Wien. Das sind mittlerweile auch über 31 Jahre. Okay, und hast dich aber jetzt hier bei den Rosenheim-Cops so dermaßen etabliert, ich habe es vorhin mit dem Josef schon gehabt, 17 Jahre sind es jetzt dann, wo er dreht, ne? Ja, also wenn es heuer weitergeht, dann sind wir im 17. Jahr. Wahnsinn, enormes Pensum. Und von Anfang an jeder Folge mit dabei. Und ich sage mal, der Michi, das ist ja so der Polizist schlechthin, der von Anfang an schon am Tatort ist, alles schon ausgetüftelt und ausgeschnüffelt und in Erfahrung gebracht hat, bis hin zu den letzten Hinweisen, die dann zur Auflösung führen, oder? Ja, ich sage mal, irgendeiner muss ja die Arbeit machen. Ja. Und da hat man die Österreicher dafür hergeholt. Das ist einfach ein Geschenk vom lieben Gott, dass das geklappt hat und es macht mir noch immer, auch wenn wir im 17. Jahr sind, macht es mir wirklich große Freude, das zu spielen. Und so als Polizist, wäre das so auch ein Berufswunsch gewesen, irgendwann mal in früherer Kindheit, oder war schon immer der Schauspieler, der dann dich irgendwo geprägt hat? Letzteres. Also mein allererster Auftritt auf einer Bühne war mit 3 Jahren. Und zwar war es eine Muttertagsfeier in dem Ort, wo mein Papa herkommt, in Gutharing heißt es. Das ist in Unterkärnten. Und da habe ich 2,5 Streiche Max und Moritz aufsagen dürfen. Ja? Und nach 2,5 habe ich dann in die erste Reihe, das heißt meine Mama, da habe ich runtergefragt, soll ich noch? Und die Mutter hat gesagt, ein bisschen noch. Und irgendwann, da wurde ich dann liebevoll entsorgt. Aber das war schon irgendwie, es lag schon sehr in der Luft und wahrscheinlich auch im Blut, dass ich das angestrebt habe und Gott sei Dank werden durfte. Was gibt es beim Max sonst noch für schauspielerische Aktivitäten? Bleibt noch die Zeit für anderes? Ja, wenn ich es gut mir einteile, ist das absolut möglich. Also wir haben die letzten Jahre immer von März bis Anfang Dezember meistens gedreht. Aber es gibt eine ganz andere berufliche Seite noch bei mir und das ist der klassische Gesang. Ich habe in Wien an der Musikhochschule habe ich eben Bariton studiert, unter anderem bei Herrn Kammersänger Berry, was für mich eine sehr, sehr schöne Sache war, über 3 Jahre. Und ich mache im Jahr ungefähr 20 bis 30 Liederabende. Also ich habe ein Mozart-Programm, ein Schubert-Programm und wo ich immer versuche, Text und Musik irgendwie zu verbinden. Also ich lese dann Mozart-Briefe und singe Mozart-Lieder. Das gibt es auch auf CD, wenn ich das erwähnen darf. Das ist lieb. Es gibt ein Weihnachtsprogramm mit einer Harfenistin zusammen. Da singe ich Weihnachtslieder in 9 verschiedenen Sprachen. Und Weihnachtstexte aus 5 Jahrhunderten. Also das sind so die Sachen, die ich neben den Rosenheim-Cops mache. Und es hat letztes Jahr eine sehr, sehr schöne Sache gegeben, Koproduktion ZDF und ORF. Das ist ein Krimi, der heißt Die Toten von Salzburg, was natürlich schön wäre, eine Reihe werden soll. Und da spiele ich einen amerikanischen Opernsänger. Okay, also keinen Kriminalbeamten, sondern eine ganz andere Seite. Genau. Nein, das ist ja eigentlich auch mal interessant, dass man wirklich sich dann auch ein bisschen entfalten kann und mal seine Vielfalt präsentieren kann. Ja. Auf jeden Fall. Ja, und die Musik, wenn wir jetzt da nochmal drauf kommen, das Klassische, wo kann man denn da eigentlich ein bisschen mehr erfahren? Hast du eine Homepage, Facebook etc.? Du darfst natürlich hier bei uns alles mitteilen. Darf ich ein bisschen Werbung machen für mich? Ich habe eine Homepage, schon länger, und die heißt ein Wort Max Müller, Müller mit UE, .at. Max Müller, .at, eigentlich ganz einfach. Und seit ungefähr 3 Wochen
bin ich quasi beruflich auf Facebook. Ich hätte das nie für möglich gehalten, weil ich ein bisschen ein Computer-Anti bin und ich tippe schlecht und irgendwie finde ich das alles furchtbar und altmodisch bin ich sowieso. Und jetzt hat mich die Agentur überzeugt, sie sagt, es wäre eigentlich ganz gut, wenn du ein bisschen sowas mit betreiben würdest. Und wir haben eine wunderbare Computerfrau, die das für den Harry Krasnitzer und für mich macht. Und das ist einfach ganz, ganz super. Und wir haben so ein schönes Arrangement. Ich sage, du, alle Wochen, alle 10 Tage kriegst von mir was. Dann schreibe ich irgendeinen kurzen Text oder erzähle, dass irgendein Konzert ansteht vielleicht. Oder ich stelle irgendwas aus meinem Archiv irgendwie hinein, alte Fotos, vielleicht ein Rollenfoto. Ich habe viel Theater gespielt, ja auch, ist ja vielleicht auch ganz interessant. Das sind in der Tat irgendwelche kleine Sachen, Anerkennungen oder Anmerkungen, die gerade bei Facebook sehr ziehen, ich weiß es. Ich bin ja jetzt auch nicht erst seit gestern dabei, ich habe auch schon ein paar Jahre und ich habe es jetzt aus Erfahrung gesehen, in den letzten Wochen immer mal so ein Foto zum Wochenende, ein Archivfoto, das kriegt so viel Klicks, das macht wirklich Laune und ist interessant zu beobachten, wer dann auf einmal alles wirklich zuschaut und reinklickt. Ne? Und ich denke mal, gerade bei dir oder generell bei euch, war das natürlich bestimmt überhäuft mit Fanpost auch. Wie schaut es da aus? Das Erste, was ich dazu sagen muss, ist Entschuldigung. Und zwar wirklich bei allen Fans, die teilweise auch wirklich schon lange auf eine Antwort von mir warten. Ich muss gestehen, wirklich die letzten 3 Jahre waren bei mir privat sehr bewegt. Und es ist wirklich sehr, sehr viel los gewesen. Also mein Vater ist leider gestorben. Und es gab eine Trennung, die auch also irgendwie mich sehr beschäftigt hat. Und deswegen ist das neben der Arbeit absolut zu kurz gekommen, aber ich verspreche, jetzt haben wir Ende Februar, ich hoffe wirklich, dass ich bis Ende März also meine gröbsten Sünden irgendwie abgearbeitet haben werde. Ich bitte wirklich um Verständnis, danke. Man muss natürlich auch sagen, wir sind ja alle nur Menschen, keine Maschinen, von daher, wenn es mal ein bisschen länger geht, ich denke mal, da haben deine Fans mit Sicherheit Verständnis und wenn du es jetzt so erklärt hast, dann erst recht, denke ich mal. Ne? Sehr, sehr lieb, danke. Ja, jetzt haben wir doch noch ein bisschen Winter bekommen, so Ende Februar, war eigentlich gar nicht mehr so wirklich vorgesehen. Bist du Skifahrer, Schneemensch oder eher der Typ für die warmen Jahreszeit? Ja, ich bin eigentlich ein ziemlich Sommermensch, obwohl ich im Winter geboren bin. Aber naja, es ist ja so, wenn du in Kärnten auf die Welt kommst und dort aufwächst, ja, du kommst ja mit Ski auf die Welt. Also ich komme überall runter, ich fahre also blaue Piste, schwarze Piste, es ist alles okay. Ja. Aber ich habe mit 16 Jahren aufgehört und irgendwie, es ist nicht meine Welt, überhaupt nicht. Da habe ich gesagt, okay, wenn das jemand wirklich toll findet, also nass und kalt und teuer irgendwie sich darunter zu quälen. Meins ist es nicht. Und ich bin ja, wie gesagt, am Wörthersee aufgewachsen. Und das ist ein großes Glück, muss ich wirklich sagen. Weil du kriegst den See ja nicht nur im Sommer mit, ja, sondern, was weiß ich, auch wenn gerade so das erste Grün rauskommt oder wenn die Blätter fallen und so. Und da kann ich mich erinnern, in der Schule war es immer ganz, ganz lustig, wer traut sich als Erster in den See zu springen nach der Winterpause. Und das ist dann so Ende April und das tut schon weh und dauert meistens nur 2 Sekunden. Also, aber ich gebe bis Mitte Oktober gehe ich schwimmen. Aber da muss man ja schon sagen, Hut ab vor denjenigen, die immer so zum Neujahrsschwimmen da irgendwo antreten, also das sind ja ganz Extreme. Ne? Auslich. Nein, das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Aber Wörthersee, da gab es ja die RTL-Produktion, ein Schloss am Wörthersee. Hast du da irgendwie auch mal Berührungen gehabt damals schon? Nee, das hat sich leider überhaupt nicht ergeben. Also, nee. Sind ja auch viele Filme sonst, glaube ich, da auch in der Gegend entstanden, dann natürlich auch vieles früher im Salzkammergut und so weiter, das waren ja immer so die, für die Heimatfilme, gute Kulisse. Ne? Prädestiniert, ich meine, wird immer noch, Gott sei Dank, gedreht, die Lisa-Film ist, was ich weiß, sehr, sehr aktiv in der ich habe jetzt lustigerweise beim Slalom in Schladming, da war ich eingeladen
Und da habe ich den Otto Retzer persönlich kennengelernt. Und also er ist lustigerweise Gutaring, der Ort, wo mein Vater herkommt, den habe ich schon erwähnt. Und er ist von daneben daheim. Und das ist irgendwie so nett, wenn man diesen, also er spricht natürlich sehr gepflegtes Hochdeutsch, aber so gelegentlich kommt dann so was Kärntnerisches durch und das ist schon herzig. Wahnsinn, ja, das ist doch gut. Apropos, fällt mir jetzt gerade so ein und da machen wir wieder im Mai einen kleinen Schulausflug, weil eine unserer Schulkolleginnen, wir haben uns jetzt vor kurzem nach 30 Jahren getroffen wieder alle, sie hat sich nach Kärnten verschlagen. Ja. Mildstadt. Mildstadt, oh, das ist eine schöne Ecke. Ja, das ist sehr, sehr ein bisschen abgelegen und ein bisschen verwunschen und sehr stimmungsvoll. Nee, da freuen wir uns dann schon drauf, genau. Bist du zufällig dann auch in der Zeit vor Ort? Dann könnten wir uns ein kleines Treffen nochmal weitermachen. Hallo, klar. Dann geben wir den Termin mal noch rechtzeitig Bescheid. Das wäre nett, weil sonst wird es nichts. Genau. Jetzt erstmal, ihr fangt wieder an im März, hast gesagt, und zu sehen seid ihr natürlich immer dienstags mit den neuen Folgen, immer aktuelle Folgen, oder beziehungsweise im Vormittagsprogramm sind, glaube ich, die Wiederholungen. Ne? Und dazu nach wie vor viel, viel Erfolg. Ich bedanke mich schon mal recht herzlich, dass du kurz Zeit gefunden hast und wünsche dir eine gute Zeit. Ich bedanke mich auch und vor allem für das schöne Gespräch. Es hat jetzt richtig Spaß und Freude gemacht. So soll es doch sein. Das haben wir doch gerne gemacht. Genau. Und wie gesagt, wenn wir dir noch mit deiner Musik da auch einen Gefallen gemacht haben oder beziehungsweise auch irgendwann mal in den Genuss kommen, wer weiß, vielleicht kann man dich irgendwo mal persönlich antreffen. Michi Mohr oder Max Müller, bald im Fernsehen ganz viel und oft zu sehen. Dafür alles Gute. Vielen herzlichen Dank. Thank you.